Nee, läuft das schon jetzt? Ja. Und Gleichdruck, Markus, tief, tief in der Defense. Neben Streetball und gibt es in Deutschland noch 1600 Vereine, in denen Basketball gespielt wird. Mit Hochleistungssport an sich will ich nicht so viel zu tun haben. Also ich spiele nur, wenn ich wirklich Spaß habe. Das bringt mir nichts. Wenn ich da immer nur, du musst Punkte machen und du musst das tun und jenes, also diesen Zwang, damit komme ich nicht klar. Hey, stopp, Moritz, das ist deine gute Verteidigung. Ja? Wir wollen eng verteidigen ab der Mittellinie. Ich sag's nochmal, ich bin bald. Dann wird hinten wieder ausgelaufen. Ja. Im Verein sind die Wege vorgeschrieben. Die Spieler werden verplant. Basketball mit System. Dribbling. Der kommt raus zum Block. Na, im Verein, da wird einem irgendwie vorgesetzt, was man macht. Man kriegt eine Position zugeschrieben vom Trainer, zum Beispiel man spielt Forward. Und dann kann man irgendwie nicht seine Kreativität ausdehnen. Dann wird gesagt, du musst das machen, hier ein Pass oder irgendein System. Und beim Streetball, dann ist man einfach der Chef auf dem Platz. Also man kann einfach tun und lassen, was man will. Beim Streetball spielt man sehr egoistisch. Man geht öfter alleine durch und man macht auch sehr viel auf Show. Man macht richtig eine Show aus dem ganzen Basketballspiel. Und beim Vereinsspiel ist es nicht ganz so, da muss man halt mehr mit den anderen zusammenspielen. Und deshalb entwickelt sich dieses eigene Ego, dieses starke Bewusstsein für den eigenen Weg zum Korb. Beim Streetball viel mehr als beim Basketballverein. Es ist doch einfach schön, mit jemandem zu spielen, hinterher einen Joint zu rauchen, irgendwie so ein bisschen zu reden. Das ist was anderes, als im Verein Sport zu machen, Marke zu kleben, irgendwie Sporttasche zu haben, duschen zu gehen. Weißt du, immer alles so fest geplant. Hier kannst du halt jeden Tag irgendwie so vorbeikommen. Ich war auch mal früher im Verein, aber das ist schon sehr lange her, weil ich ein kleiner Junge und wusste nicht, warum überhaupt ich da hingehe. Aber jetzt weiß ich, dass es hier viel besser ist. Man braucht nicht irgendjemanden, der dir sagt, du musst da ein paar Runden rennen oder so. Machst dein Ding, spielst hier von früh bis spät und wirst auch gut dabei. Richtig gut sind die Jungs vom Good Enough Team. Doch Ümit, Chaban und Björn spielen nicht nur Streetball. Alle drei sind Mitglieder im TuS Lichterfelde, deutsche Meister der A-Jugend. Sie kennen den Unterschied zwischen Verein und Straße. Also Ümit macht auf der Straße die unglaublichsten Sachen. Und im Verein werden ihm immer Grenzen von den Trainern aufgeschoben. Ne? Da sagt der Trainer, ach Ümit, mach doch normal und mach das, solides Handwerk und so. Und auf der Straße kann er sich richtig ausleben und der trifft auch, also das ist unglaublich. Die Trainer grenzen halt unheimlich viel ein im Verein, das ist das Problem. Also denke ich, dass sie einfach, sie sehen, sie wollen halt, sie haben den Titel vor Augen, das ist ihr Ziel. Und sie wollen mit einem einfachen Basketball das Ziel erreichen. Was ich denke, zukunftslos, denn im Endeffekt ist der Basketball, auch in Europa, wie er sich entwickeln wird, ist in Richtung amerikanischer Basketball. Und das ist Straßenbasketball, selbst in der NBA, ist im Endeffekt 1-1. Und das wird von den Trainern in Berlin oder in Deutschland ganz allgemein oder in Europa sogar ziemlich eingegrenzt durch viele Systeme und durch einfaches Spiel. Jede Kreativität oder viel Kreativität wird einfach den Spielern genommen. Streetball, das ist eine andere Philosophie als Vereinsbasketball. Dennoch, auch die Clubs profitieren von der neuen Begeisterung. Die Mitgliederzahlen steigen. Viele Vereine haben Aufnahmestopp. Dass die deutsche Mannschaft im letzten Jahr Europameister wurde, war sicherlich ein Grund für die neue Basketball-Popularität. Trainer war damals Svetislav Pesic. Der heutige Alba Berlin Coach erkennt die Kreativität des Straßenbasketballs. Auf Talentsuche beim Streetball-Turnier. Habt ihr schon gespielt? Streetball kann auch Spitzenbasketball etwas bringen. Heute beispielsweise gibt es auch Jugendliche, die Zukunft, Spitzenbasketball sind sehr interessant. Und ich meine, dass man bei solchen Turnieren gute Talente finden kann.